In diesem Video möchte ich euch die frequentistische Deutung der Konfidenzintervalle genauer erklären. Stellen wir uns die bereits bekannte Sonntagsfrage vor. Es geht darum, herauszufinden, mit Hilfe von Meinungsumfragen, welchen relativen Anteil der Stimmen eine bestimmte Partei am kommenden Sonntag bei einer anstehenden Wahl voraussichtlich erhalten wird. Würde man jetzt sehr oft eine Stichprobe von einem bestimmten Umfang n erheben, und jedes Mal ein 90% Konfidenzintervall berechnen, dann besagt die frequentistische Deutung, dass diese Intervalle bei 90% aller Stichproben den unbekannten relativen Anteil p in der Grundgesamtheit überdecken. Das ist die Formulierung, die ihr in zahlreichen Schulbüchern findet, und erfahrungsgemäß ist diese Formulierung nicht ganz so leicht zu verstehen. Schauen wir uns das vielleicht anhand einer grafischen Darstellung an. Der Einfachheit halber habe ich 10 Stichproben gewählt. Natürlich würde es auch mit mehr oder weniger funktionieren. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir 10 mal eine Stichprobe vom Umfang n erhoben haben und dann wurde je nachdem, welche relative Häufigkeit sich bei diesen Stichproben ergeben hat, jedes Mal ein 90%iges Konfidenzintervall berechnet. Der gesuchte, unbekannte relative Anteil, also der Anteil jener Wählerinnen und Wähler, die am kommenden Sonntag einer bestimmten Partei ihre Stimme geben werden, wird mit p abgekürzt. Und das ist ein bestimmter Zahlenwert, den wir noch nicht genau kennen. Jetzt geht es darum, wie viele unserer 90% Konfidenzintervalle werden voraussichtlich diesen Wert überdecken. Und mit überdecken meint man, wie viele Intervalle werden diesen Wert enthalten. Schauen wir uns die erste Stichprobe an. Ihr seht hier, dass der gesuchte Wert p im Inneren des 90% Konfidenzintervalls liegt. Dasselbe gilt für die zweite Stichprobe und für die dritte Stichprobe. Bei der vierten Stichprobe sieht man, dass das Konfidenzintervall außerhalb liegt. Das heißt, der Wert p wird von diesem Intervall nicht entdeckt, er ist nicht enthalten. Die anderen Stichproben enthalten den Wert jeweils. Ich kennzeichne das hier in der Grafik. Insgesamt sind 9 von 10 Intervalle 90% jene, die die gesuchte unbekannte relative Häufigkeit tatsächlich enthalten. Und das besagt die frequentistische Deutung. Schauen wir uns dazu ein Beispiel, das bereits einmal bei der schriftlichen Reifeprüfung zu lösen war, genauer an. Ihr findet es, wie immer, unter Aufgabenpool.at unter dem Titel Konfidenzintervall unter Aufgabennummer 1-709. Betrachten wir zunächst gemeinsam die Angabe. Hier steht, jemand möchte für den unbekannten relativen Anteil p der Wählerinnen und Wähler ermitteln, die bei einer Wahl für den Kandidaten A stimmen werden. Ein Meinungsforschungsinstitut wird damit beauftragt, diesen Anteil zu schätzen und dazu werden 200 Stichproben erhoben. Alle haben den gleichen Umfang, also das gleiche n. Für jede dieser Stichproben wird ein 95% Konfidenzintervall berechnet. Anders als vorher haben wir jetzt also nicht nur 10, sondern 200 Stichproben und eine Sicherheit von 95% statt 90%. Wie lautet die Aufgabenstellung? Berechnen Sie die erwartete Anzahl der Intervalle, die den unbekannten Anteil p enthalten. Nun, nachdem wir 200 Intervalle mit einer Sicherheit von jeweils 95% und gleichem Umfang haben, bedeutet das, dass wir bei 95% dieser Intervalle, also 95% von 200 Intervallen, erwarten können, dass die Intervalle den unbekannten Anteil enthalten werden. Das ist eine einfache Prozentrechnung. Zu diesem Zweck berechnen wir 200 mal 0,95 und das wären in diesem Fall 190 Intervalle. Die frequentistische Deutung besagt also, dass man, wenn es sich jeweils um den gleichen Umfang gehandelt hat, der Stichprobe, und jeweils das Konfidenzintervall eine Sicherheit von 95% hatte, dass 95% aller Stichproben den unbekannten Anteil enthalten werden.